also in der Mathematik oder besser gesagt in der Physik drin. Gut. Und ganz interessant wird es natürlich bei dieser Geschichte, mythologische Geschichte zunächst einmal, von diesem Göttervater von Zeus, dem Kronos. Und Genau, auf zwar den hat wollte dem ich. das Orakel irgendwann mal geweissagt, dass der einst irgendeines seiner Kinder ihn quasi vom Thron stoßen würde. Und er von dem Augenblick an dem begann, all seine Kinder, sobald sie geboren wurden, bei lebendigem Leib zu verschlingen. Betrachtet man sich diese Geschichte mal von unserer Ist-Realität aus, dann wird man einfach feststellen, in dem Augenblick, wo wir geboren werden als Mensch oder so, fangen wir an zu sterben. Also wir werden quasi bei lebendigem Leib von der Zeit verschlungen. Und zwar so lange, bis wir tot sind. Kann man so sehen, ja, durchaus. Ja, so. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist jetzt diese eine Sache, dass es A, erst einmal eine bildhafte Darstellung von tatsächlichen Umständen ist, die übrigens auch mit dem CERN und dem DESY-Experiment zusammenhängen, wo ich also später dazu kommen werde. Und zum anderen berichtet dann auch die Sage, dass also Göttervater Kronos zunächst die ersten vier Kinder verschlang, das fünfte. Da hatte noch die Mutter, die Rhea, hat anstatt ihm einfach einen Stein in eine Windel reinpackt und hat dem Göttervater quasi gegeben zum Verschlingen, was er da auch gemacht hat, sodass quasi Zeus dann auch während der ersten 12 Jahre konnte in ihrer Höhle erwachsen werden und seine Dinge quasi machen, bis er dann letztendlich quasi das richtige Brechmittel gefunden hat, das er wiederum dem Vater eingeflößt hat, sodass der Vater dann die 5 zuvor verschlungene Kinder bei lebendigem Leib oder quasi unversehrt wieder ausgespuckt hat. Betrachtet man sich das mal von der Seite her, also nicht vom historischen oder von dem Märchengehalt drinnen, den man zunächst mal vermutet, sondern einfach nur von physikalischen und mathematischen Begebenheiten, dann muss man einfach sagen, wenn man die richtige Zahl hat, also die richtige Teile hat oder so, dann gibt es in sich ein mathematisches Rätsel, das uns wiederum quasi über eine ganz bestimmte Schiene zur Lösung bringt, was das eigentlich alles soll. Und diese Geschichte hängt zusammen mit der Anzahl von der Buchstabe in der bestimmten Alphabete, und zwar erstens mal also eine Rolle spielen da dabei das hebräische Alphabet mit 22 Buchstaben, das griechische Alphabet mit heute 24 Buchstaben, das lateinische Alphabet mit 26 Buchstaben. Die Geschichte ist ganz einfach, Dreh- und Angelpunkt an der ganzen Sache drin, da müssen wir jetzt in die Bibel ausweichen, und zwar in diese Tier 666 Zahl rein. Da habe ich also lange 666, die Zahl des Tieres, ne? Viel zitiert und selten korrekt, verstanden. Aber eigentlich bis heute nicht wirklich verstanden. Ja. Weil, nehme ich jetzt diese Zahl, also die Tier 666, mit einer ganz anderen Zahl, die 1776 oder beispielsweise die 1924 und die 2109, dann werde ich innerhalb dieser Zahlen eine sehr massive Verbindung haben, und zwar die gemeinsame Teiler. Gemeinsame Teiler ist die Primzahl 37. Ja, womit man jetzt bei der Primzahl 37 wäre, die mich dann auch korrekt schon fast verfolgt hat. Das gehört aber insgesamt quasi zu dieser Kronos-Zeus-Geschichte mit dem Verschlingen der Kinder und dem Ausspucken der Kinder als eins zusammen, weil wir haben A, erstens eine bildliche Darstellung dieser ganzen Geschichte und B, in sich quasi eine mathematische Darstellung. Und man kommt nur dahinter, wenn man wirklich also der richtige Ansatzpunkt hat, erstens mal diesen gemeinsamen Teiler mit der Primzahl 37 und B, der nachher auch weiß, warum ist das so? Ja, warum ist das so? Ganz einfache Sache. Griechisches Alphabet hat, wie gesagt, 24 Buchstaben. Ich nehme diese 24 Buchstaben, die in sich wiederum jeder einzelne Buchstabe in verschiedene Kategorien des Wissens oder der Wissenschaft, sei es beispielsweise Chemie, Mathematik, Physik oder so, jeder Buchstabe für sich selber eine Formel für sich beinhaltet. Und nehme das mal das 37 Mal, dann komme ich auf die Summe 888. Ja, okay. Und in diesem Zusammenhang kommt jetzt auch das Code-Tool ins Spiel. Vielleicht, wenn Sie das dann an geändert haben. Noch nicht ganz, aber weil da schon jemand gefragt hat, ja. Wir kommen dazu. Das Code-Tool, das wird schon im richtigen Augenblick kommen. Okay. Weil man müsste erstmal die Basis oder die Verbindung herausarbeiten zwischen dieser Geschichte mit der Kronos-Zeus-Geschichte, also quasi warum, dass der überhaupt diese Kinder bei lebendigem Leib verschlingt, also uns alle letztendlich als Zeit, also wobei Kronos in dem Augenblick, also
das mathematische oder physikalische höchste Gesetz der Zeit eigentlich ist, also um das, was eigentlich auch bei diesem CERN-Experiment letztendlich geht, weil da geht es ja nicht darum, dass man irgendein schwarzes Loch generiert, sondern mehr oder weniger um die Frage, was ist eigentlich das verbindende Link zwischen dem sogenannten Gottespartikel oder das sogenannte Gottespartikel. Mhm. Bleiben wir aber doch jetzt schon bei der Primzahl 37, da waren wir jetzt immer noch dabei. Nur ich muss ab und zu mal den kleinen Schwenker machen, damit man quasi die Verbindungen untereinander aussieht oder so, weil eben wie gesagt, das ist eine Sache, die kreuz und quer, also sehr, sehr viel Hirnschmalz braucht und man muss ein sehr, sehr großes Allgemein- und Hintergrundwissen haben oder so, damit man die Geschichte überhaupt zueinander kriegt. Wir haben die Basiszahl gehabt mit der 666, die wiederum geteilt auf 37 gibt die 18. So, und dann haben wir die nächste Zahl, die nachher gehabt, die in dieser ganzen Geschichte drin wichtig ist, die 24 Buchstaben im Griechischen mal 37 gibt 888. Dann wissen wir von Kronos, dass zunächst nur vier Kinder, also wirklich verschlingt. Das wird also bedeuten, in dem Augenblick bildlich gesprochen, er nimmt von dieser 888 Basiszahl irgendwas weg, also geteilt durch, weil der Sohn, dir heißt ja auch geteilt durch. Aus dem Griechischen. Da kommen wir auf die Summe 222. Kronos spuckte nach aber letztendlich unversehrt fünf Kinder aus. Also es wird was dazugegeben, nennen wir das mal. Und dann kommen wir mal von der 222 mal 5 auf die 1110. Die 1110 ist aus dem Grund wichtig, weil wenn man das mal mit dem Code-Rechner ausrechnet, den du ja da ins Netz gesetzt hast, das ist also quasi für jeden überprüfbar. Man lässt einfach die 37 drin stehen und gibt einfach nur den Begriff I-L-I ein, also Ili. Ili aus dem Griechischen raus bedeutet nichts anderes, wie auf Deutsch übersetzt Materie. Ja, und da kommt, ja, dein Name kommt auch ins Spiel. Jetzt kommt mein Name wiederum ins Spiel, als Ilia, und zwar aus einem ganz anderen Grund. Im Ilia haben wir A, erst einmal die Materie drin, Bindestrich und das A. Das A wiederum entspricht dem Kammerton A. Wir kommen quasi wieder zu dieser Kathedrale Geschichte mit rein, wo quasi in sämtliche Kathedrale oder sämtliche Orte der Kraft, sämtliche Steinsetzungen und auch in der Pyramide von Gizeh, also der Andreas von Reti beschreibt es in einem seiner Bücher drin, und zwar, ich denke, das ist entweder in Illuminati oder das andere, habe ich im Moment vergessen. In einem Andreas von Reti Buch, von dem es wo er quasi diese Überprüfung gemacht hat, dass tatsächlich auch in der großen Pyramide drinnen, also quasi dieser Kammerton A oder diese Alpha-Frequenz überhaupt quasi erzeugt wird. Das wiederum bringt uns zu dem Umstand hin, dass man tatsächlich also in diesem großen Sarkophag, der in der Cheops-Pyramide drinnen stand, eine weiße granulatartige oder wie nennt sich das, kristallinartige Substanz gefunden hat, die man wiederum untersucht hat und dann festgestellt hat, dass die letztendlich aus nichts anderem besteht, wie aus einem bestimmten Hormon, das in der Hirnanhangsdrüse produziert wird. Und das hat mich dann auch stutzig gemacht, zumal man auch weiß, unsere Untersuchung von der Vasada-Universität war das, glaube ich, irgendwo Ende 60er, Anfang oder Ende 70er Jahre, dass sie also quasi das Ding durchleuchten wollte, weil sie diese Dreikammer-These von Bildungen überprüfen wollte, ob da tatsächlich also nur drei Kammern drin sind oder ob es da eventuell noch andere verborgene Kammern drin gibt. Und dann hat man diese Daten quasi ausgewertet, hat in den Computer reingegeben, hat das durchlaufen lassen und im Endeffekt dann auch festgestellt, dass jedes Mal, wenn man diese Daten durchlaufen ließ, kam ein anderes Ergebnis dabei raus. Und da hat sich dann auch einer der Ägyptologen zu der Aussage hinreißen lassen, dass sie letztendlich nicht wissen, was die große Pyramide von Gizeh ist und dass sie vermuten, dass es eine Art von Energiegenerierungszentrum sein muss, das für die nördliche Erdhalbkugel eigentlich zuständig ist. Ja, im Chat schreibt auch jemand, der Kronos des der Veden oder der Kronos des Lamaismus nennt sich Kalachakra, das Rad der Zeit, da haben wir das auch drinnen. Ne? Haben wir das auch mit drinnen, ja. Korrekt, das bestätigt das eigentlich, was ich gerade eben gesagt habe, oder ergänzt es zum Teil auch. Es ergänzt es, bestätigen. Aber bleiben wir jetzt noch bei dieser berühmten Zahl 666 und der Zahl 37 etc. Mhm. Ehe wir dann weiter zum lateinischen und griechischen Alphabet gehen. Was ist da jetzt noch abschließend dazu zu sagen, damit man den Rest versteht?
damit man recht versteht, ist ganz einfach. Also das, was ich bisher herausgefunden habe, ist eigentlich die Aussage, dass wir tatsächlich in einer Zeitmatrix drinne stecke. Das wird auch dementsprechend, was eigentlich die Aussage, die Kernaussage von dieser Kronos- und Zeus-Geschichte eigentlich ist, weil wir haben einen Zustand, wo quasi vorher irgendetwas war, was heute nicht mehr ist, aber wieder also hergestellt werden wird aus der Natur selber raus. Und das passiert in dem Augenblick, wenn quasi dieser komplette Vorgang oder komplexe Vorgang auch in sich abgeschlossen sein wird, dass Kronos eben, weil ihm das Orakel gesagt hat, dass der einst irgendjemand hinter das größte Geheimnis der Zeit komme ist, letztendlich da damit quasi unsere ganze Zeitverlauf manipuliert hat, den irgendwann mal, wenn eben dieser Zeus das richtige Brechmittel oder der richtige Bruch, mathematische Bruch quasi gefunden habe wird und dem Vater quasi einverleibt, der Vater dann von sich aus wiederum die fünf zuvor verschlungene Kinder unversehrt wieder ausspucken wird, also quasi der Urzustand wiederhergestellt wird. Und dieses Brechmittel ist die Zahl 37? Im Endeffekt ist das der korrekte Teiler. Ja, das ist der korrekte Teiler und somit spielt. Wenn ich das noch schnell ausführen darf, wir kommen wieder zu der Tier 666. Wir hatten vorher quasi die 1110, die rauskommt, wenn ich von 24 griechische Buchstaben, die geteilt durch 4, 24 mal 37 ist 888, geteilt durch 4 ist 222 mal 5 ist 1110, gibt also Ili, also Materie plus diesem Kammerton A oder dieser Alpha-Frequenz A. Und plus die 666 komme ich auf eine neue Zahl rein, auf die 1776. 1776 wiederum ist die Gründungsjahreszahl der Illuminaten und Gründungsjahreszahl oder besser gesagt Unabhängigkeitserklärungszahl der USA. Und die spielen da dabei eine sehr, sehr große Rolle. Und sehr viel von dem, was du herausgefunden haben, glaubst, basiert eben auch auf diesen numerologischen oder numerischen Zusammenhängen von Jahreszahlen, von Namen und so weiter, die umgerechnet werden, siehe Code-Tool etc. Das heißt, hier geht sehr viel um diese Zahlenzusammenhänge. Ne? Also es gibt viele Leute, die können damit nicht sehr viel anfangen. Ich bin da so ein bisschen wirklich vage. Also das ist auch eines der Probleme, das ich mit deiner Arbeit dann habe und gehabt habe beim Verstehen, ist eben immer wieder das Zurückführen auf diese Zahlenzusammenhänge. Und wir werden, ein paar hast du schon genannt, und wir werden auch noch ein paar wahrscheinlich nennen, aber wir werden es versuchen, ein bisschen im Zaum zu halten. Also wenn sich jemand genauer dafür interessiert, für all diese Dinge, die da kodiert sind, dann muss er sich ähnlich in die Materie stürzen wie du. Wir geben da heute jetzt einmal einen Überblick, ne? Im Endeffekt schon, also es wird auch nichts helfen, wenn wir jetzt da zwei oder drei Stunden da miteinander jetzt reden und ich da irgendwelche Sachen erkläre, weil du hast ja vorhin ja schon gemerkt, ich habe mir ein riesiges Konzept hier gemacht. Ja, du hast, also dein aber man verliert sich eigentlich sehr, sehr schnell in der ganzen Geschichte drin. Nur das, was sehr, sehr wesentlich ist, sind eigentlich vier Begriffe, die hier also der ausschlaggebende Punkt geben, weil sie in sich quasi A, erstens mal die Verschlüsselung bieten, B, auch die ganze Lösung in der ganzen Geschichte drin. Und zwar, diese vier Begriffe sind A, erstens mal Computer, B, New York, C, Illuminat und D, Kissinger. Und all diese vier Begriffe ergeben, wenn man sie in diesem 37er System heißt ja, jeder Zahl wird eine Buchstabe, jedem Buchstaben wird eine Zahl zugeordnet. Moment. Und warte, lass mich ausreden. Und das fängt an mit A ist 37 und es wird dann immer 37 dazu addiert. Also B ist dann 74 etc. So kann man sich ungefähr vorstellen. Und das Code-Tool weiß dann einfach diese Buchstaben entsprechend den